Ja Leute, was geht's wieder? The Devil of Tanks, willkommen zu einem weiteren Part. Let's play World of Tanks. Ja, willkommen zu einer letzten Runde, sage ich mal, ja gut, vorletzten Runde mit dem Objekt 34 und 2. Denn ihr seht, ich habe ihn praktisch durch und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ich hätte ein gutes Match Replay, noch eins, also das wäre dann das vorvorletzte Match, aber ich erspare euch das und zeige euch gleich die Gefechtsergebnisse. So sehen's aus. Ich habe gerade die doppelte Erfahrung gespielt mit dem Objekt 132. Ihr seht, ich habe Meister bekommen, 5 weitere Auszeichnungen und Großkaliber. Ja, so ist es ausgefallen. Ich bin Top-Tier, habe noch gerade mal die Arti genutzt, bevor ich selber fast verreckt bin. Und die Tortoise war halt mein Endgegner, der mir halt auch echt schon zu schaffen gemacht hat. Aber Glück gehabt, habe ich halt überlebt. Und ja, so ist es ausgefallen. Ihr seht, 52.000 Credits habe ich bekommen und 0. Ich bin sogar ins Minus gekommen mit dem Credits, aber mit dem Panzer hat man halt echt Spaß. Genau. So, ja, ich sag mal, wir legen los. Ja, Objekt 263 bleibt mal erstmal hier. Wollen wir den WZ111 wieder hier rein. Spielen wir mal mit dem WZ111 als erstes und dann mit dem Objekt 34-2. Und ja, dann sage ich mal, das wird dann das vorletzte Match sein und dann werdet ihr ein Replay sehen, etwas anders. Vom Objekt 34-2 noch. Und dann ist auch weg, ne? Dann haben wir nur noch den T54 zu leveln und dann steht eigentlich nichts mehr so im Wege. Ehrlich gesagt schon, weil ich müsste den KV2 holen und mit dem KV2 müsste ich dann die Artia spielen. Muss ich nochmal nachgucken, weil dann hatten wir jetzt mal wieder Low-Tier zum Spielen, weil wir spielen jetzt gerade echt immer auf höhere und höhere Tiere, aber jetzt können wir auch mal mit Low-Tier spielen. Hätten wir auch ein bisschen Spaß mit, ja, One-Shotten und so von Panzern der Stufe 5 und so weiter. Oder 6 sogar, man weiß ja nie. Denn man kann da viel Damage reindrücken bei jedem. So. Schauen wir mal, was wir mit dem WZ111 hier anstellen können. Das ist natürlich nie einfach, ne? Also, es ist nicht so wie beim Objekt 432. Also, ich brauche für den Panzer schon extra meine Zeit, damit ich ein bisschen besser werde, weil am Anfang war ich sehr zufrieden schon vom Objekt 34-2, aber ich konnte mit dem halt noch nicht so gut spielen, wisst ihr, weil man muss sich das schon gewöhnen, dass er jetzt endlich Panzerung hat und so weiter. Und ja, ich glaube, in diesem Video, also ja, als ja nicht in der Beschreibung, sondern schreibe ich einfach als Kommentar der Fazit vom Objekt 34-2 zum Objekt 416, also dem Vorgänger, in dieses Video dann gleich. Und damit ihr gleich wisst, was für fatale Veränderungen der Panzer halt vornimmt vom 8 auf 9er, ne? Das ist natürlich schon echt was Krasses. Und da werdet ihr also bestimmt gespannt sein. Und ihr sollt ja dann selber wissen für euch, lohnt es sich dann diese Panzer rein zu spielen oder nicht. Und T71 geht mal hier richtig nah ran. Aber okay. Wisst ihr, was ich denke? Ich werde hier wieder nicht so lange leben dürfen. Ich hoffe, ich konnte noch hoch. Weil wenn die 9er da oben sind, dann wird es schon mal schwer. Also ein IS-8 ist auf dem Weg da hoch, aber T450 steht noch da, Leopard steht da. Gespottet wurde ich noch nicht, ich habe hier mein Lämpchen. Zum Glück habe ich mein Lämpchen. Genau, ich habe noch eine gute Nachricht, also mit dem E100, ne? Habe ich heute meinen 15. schweren Panzerauftrag geschafft für den T28 Konzept. Ich habe sogar gesagt, ich nehme dieses Match und als Replay, denn 10er Replays gibt es nicht oft und da zeige ich euch mal, da gibt es jetzt einiges eigentlich, weil ich war immer beim E100 immer auf der dritten Klasse und ja, da kriege ich mal schön fett, auf einmal springt es halt auf ganz hoch, finde ich sowas sehr schön, aber ich spoiler nicht, denn spoilern ist scheiße, sondern nur einfach nur E100 hören und wissen und weitersagen. So, erstmal hier runter, bevor noch jemand auf mich schießt. Wunderbar. TDs haben die gar keine. Wir haben schon. Die Su wird natürlich ein bisschen problematisch. So, der Centurion 7-1, genau. Hab fast schon den Namen vergessen. Ist auf dem Weg hier hoch. IS-8 in Stockform ist oben. Vielleicht hört ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche. Dann sollte es meine Katze sein, bestimmt. So, ich bin echt gespannt. Der Kollege fährt raus, er fährt raus. Ich wünschte, ich könnte die mehr Damage reindrücken, also mehr Durchschlag haben. Ja, ja, IS und so, das ist schön und so. Schöne Idee und so.
Da hat auf jemand. Ja, da ist einer abgeprallt auf jeden Fall bei mir. Es ist schwer, sie zu tanken, wisst ihr? Das ist sehr schwer. Der Kollege hat gar kein Problem damit. Ich bin nicht durchgekommen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Sowas gefachlen wir nicht. Brenn einfach. Brenn einfach down. So machst du uns allen ein. Das Leben ein bisschen einfacher. So, ich muss euch zurückziehen, weil der wundervolle T29, genau da ist er schon. Beziehungsweise, wir bleiben mal hier, weil da kommt er nicht runter zu uns. Ich hoffe, ich komme von hinten jetzt kein Ärger. Würde mich nicht sehr, ja, freuen, sage ich mal. Ja, ja, T29, fahr ruhig hoch. Lass dir Zeit. Wisst ihr, was wir machen? Wir fahren parallel hier hoch. Dann kann er uns gar nichts mehr machen. Und ich hab so das Gefühl, die pushen da weg und ich muss jetzt zurückziehen. Schlechte Sache, sowas. Was? Willst du hier hoch? Der Kollege wollte mich rammen. Ja. Wird nicht so toll sein, auf jeden Fall. Habe ihn aber noch Damage reingedrückt. Ja, das finde ich ja mal richtig geil. Unser M103, wo ist denn der? Ah, okay, der verreckt da gerade. Ja, schade. Aber okay, man erwartet ja nicht viel von Witzel 111. Sollte man von mir auch nicht erwarten. Das ist ein sehr komplizierter Panzer. Und Gold werde ich definitiv nicht nutzen. Denn wie ihr wisst, ist Gold für mich einfach nur praktisch cheaten. Und das wollen wir ja nicht. So. Auf jeden Fall sehr viele Spieler heute online. 1200 in der Warteschlange. Beziehungsweise das ist ja der Server 1. Auf dem zweiten leckt's mehr. Hier aber nicht, aber dafür sind noch viele Leute drin. So, dann warten wir mal. Wird ein bisschen dauern. Hab das Matchmaking heute schon mitbekommen. Macht ein bisschen Kacke, das Matchmaking. Also es tut sich mal so scheiße balancieren wie noch nie. Jetzt gerade ist geht noch, sage ich mal, obwohl die Gegner schon 5 TDs haben, 6 TDs und wir haben gerade mal 1, 2, 3. Also die haben schon doppelt so viel. Finde ich nicht so schön. Also was ich jetzt gerade gesagt habe, die haben viel, also es wird viel falsch balanciert, zum Beispiel Mediums gegen Heavies oder TDs gegen Mets und das ist schon ein bisschen krass, weil was willst du denn machen? Die campen da irgendwo im Eck, das ist der Map und du musst halt fahren und spotten und sie sehen dich schon und das ist halt natürlich kacke. Natürlich gibt es noch Scouts, die da für die TDs vom Gegner helfen und so. Also kann manchmal echt stressig werden. So, jetzt zum Beispiel werde ich nicht wissen, was ich hier machen soll, denn ich hasse diese Map. Naja, nicht so, aber die gefällt mir halt teilweise nicht wegen Arty. Die Idee ist ja noch irgendwie okay, aber Arty nicht, weil ich kann halt nicht tanken, wisst ihr? Weil ich kann alle tanken, also sogar 10er kann ich tanken, sogar den F-14-15B-183 kann ich tanken, wenn er mir in den Turm schießt. Aber wenn Arty da ist, dann kann ich schon mal das Tanken vergessen. Das ist dann für mich schon ein richtiges Schmerzmittelchen. Deswegen brauche ich da halt, ja, keine Ahnung, bessere Map, wenn schon. Bleiben wir erstmal hier stehen fürs Erste. Ich weiß ja, wenn ich gespottet werde. Leopard hat schon echt gut kassiert, wunderschön. T30, okay. Campen wir erstmal eine Zahl, weil wir der WZ111 spottet da, 131, nicht WZ111, genau. WZ131 spottet da gerade. Soll dabei bleiben noch. Ich hoffe, da sieht da noch jemanden. Das wäre für mich natürlich ein bisschen interessant. Da ist ein Leo. Ein zweiter Leo. Da ist noch einer. Das ist schon der IS-4. Nein, ich habe ihn verpasst. Nein. Aber dich verpasse ich nicht. Dich verpasse ich nicht. Ups. Kein Auto. Kein Auto, ey. Malte, ich habe keine Deutschsprache mehr. Ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Was für ein Trottel ich gerade war. Ich schieße so weit unten. Unnötig. Wow, IS-4. Wow, Digga. Hey, Digga, beruhig dich. Schon wieder. Ging der Schuss irgendwie voll komisch. Der IS-4 hat ja mal richtig große Eier. Und der WZ-131 wird gleich sterben. Oh, der Kollege geht mal hart rein. Have fun. Minus 803. 387. Abgeprallt. 287 Meter.
Ja, gespottet wurde ich nicht. Bin ich schön zu 0 zu 2. 0 zu 3. Gefallen tut mir sowas gar nicht. So, wir ziehen uns erstmal zurück aus dieser gefährlichen Lage. Denn ich habe hier kaum Unterstützung. Zwar ist der WZ 131 noch irgendwie da. Aber irgendwie auch nicht mehr lange da. Oh, mir gefällt das nicht. Ich würde gerne sogar vielleicht noch ein Match so machen mit dem. Ja, jetzt ist er auch gestorben. Jetzt ist er auch gestorben. 1 zu 4. Die TDs machen teilweise ihre Arbeit beim IS-4, aber ich brauche TDs. Ja, T55 stirbt. Das ist euer Ernst, oder? Wie viel Durchschnittsdamage? 320 und ich habe gerade 280 gegeben. Oh, Kollege, du hast mir gerade einen schönen Damage reingedrückt, aber in die Kette. Und da bin ich dir sehr dankbar sogar. So, aber hier können wir jetzt Ausgleich machen. Muss ich aber verziehen, also sonst. Ja, das ist mir auch recht. Ach. Die machen mir über 400 Damage und ich kann halt nichts machen. Das ist schon kacke. Ich habe Angst vor einem Leopard. Ihr habt die Kette gesetzt. Jetzt hast du kassiert und. Wunderbar. Zwar habe ich jetzt Angst vor der Arti, aber. Ich denke mal, 900 HP werde ich noch ungefähr tanken können. Seitlich jetzt nicht so, aber. Ungefähr werde ich schon tanken können. IS-4 ist gestorben. Woran? An Krebs oder was? Boah, Kollege, du machst mir gerade Angst, weil du bist voll und. Du willst doch mich doch verarschen. Verpiss dich, Mann. Ich hasse solche Leute. Fährt da mit mir parallel. Besser geht's nicht. Okay. Das wird natürlich jetzt witzig. Jetzt muss ich natürlich auf den FV aufpassen. Ihr seht nur noch TDs übrig vom Gegner und bei uns. Ja, sind hauptsächlich noch Spieler da eigentlich, aber wird halt nicht so einfach sein. Er fährt einfach raus, habe ich das Gefühl. Ja, soll er halt einfach rausfahren. Ich wurde gespottet, aber das sollte mich nicht wirklich stören. Wunderbar. Ja, das ist, wenn man geil drauf ist, einen zu one-shotten, ne? Das ist halt die Rache. IS-4 ist down. Das ist schon immerhin etwas Gutes. Was man mitbekommen darf. So. T30, nächstes Ziel. Gespottet, wundervoll. Ich bin halt nicht der Franzosen. Panzer hier, weil die Franzosen haben anscheinend eine richtig gute Spotting-Rate. Das heißt, sie spotten sehr gut. Ob das was mit der Sichtweite zu tun hat oder mit der Nation, das weiß ich dann ehrlich gesagt nicht. Oh, du hast gerade kassiert. Ui, IS-7. Ui, das wird nicht toll. Aber da ist ein French, my friend. Oh, wunderbar. Und tschüss. Wunderbar. Ich habe aber noch immer noch Angst. Die Arti. 50B hat schon den Lorraine getötet. Wo ist denn der Lorraine? Wie bitte? Lorraine brauche ich. Da seht ihr, ich tanke einfach mal so einen Gegner. Und die Arti hat natürlich noch verfehlt extra, ne? Sollte mich jetzt nicht so stören. So, da ist noch wer. Wunderbar, ist eine geplatzt. Eine Art, die hat sich schon mal entladen. 50B. Okay, da ist nur noch ein 8er am Start. Da seht ihr schon, die Art, die macht hart auf hart. T110F4. Oh, ich wurde gespottet. Nicht so schön. Und nicht gewollt, dass ich gespottet bin. Gar nicht sogar gewollt. Ach, keine Gun Depression, das ist halt richtig kacke. 50B wird jetzt ihn natzen. Teilweise schon. Risiko, Risiko, ne, wenn ich jetzt hier auf ihn rausfahren will. Da ist Objekt 704. Der zweite ist irgendwo da hinten. Bitte, bitte, sei Glück. Sei Glück da. So, dann müssen wir mal gucken. Der, oh, der ladet jetzt nach und der ladet nach. Upsala.
Dann habe ich wohl was vergessen. Ah, den habe ich echt vergessen. Dass der schon nachgeladen hat. Oh, einmal abgeprallt, wunderbar. Wunderbar, noch einmal. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin gleich tot, aber... Ja. Boah, der hat mich weggerammt. Und er hat noch 33 HP übrig. Ach, schade. Schade, aber ich hoffe, die killen den jetzt. Einmal, wundervoll. Oh, 704 war schon gefährlich. Der wird, denke ich mal, vom IS-3 noch genutzt. Also, das ist für mich hoffentlich was Gutes. Das war jetzt gerade, ja, ein kleiner Rape an mich, ne? 3 gegen 1. Objekt 704 war bestimmt im Zug, weil sonst würde der eine nicht zurückkommen. Aber habt ihr gesehen? Der Typ tankt halt einfach mit seinem Korpus. Und ich hoffe, der IS-3... Ach, scheiße, hat sogar einen Scheiß geschützt. Aber für den IMX reicht das eigentlich schon. Hauptsache, er trifft ihn seitlich genug und... Ja, wunderbar. Wunderbar. Zwar bist du nützlich gewesen, unnützlich gewesen für das ganze Spiel, aber immerhin kannst du uns noch das Match ein bisschen versüßen. 50 B. Halb voll, wunderbar. Der fährt einfach und schießt, like a boss. Und jetzt schreibt er eine MM unfair. T30 anscheinend richtig schlechter Spieler oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also da weiß ich nichts. IS-3 könnte noch Objekt 704 bzw. 704 ihn natzen. Denn ich habe heute vieles erlebt mit dem. Ja, ich habe heute einen IS-7 gewonshottet, so nebenbei mit dem E-100. Und er kam einfach nur seitlich raus, wisst ihr, und dann schieße ich ihn einfach ganz vorne von rechts rein und kapisch, war er weg. Oh, du könntest ihn sogar töten mit deinem Schuss. Und? Okay, ich schieße aber vorsichtig. Naja. Naja. Noch ladet er schnell genug nach, aber ob er bei dem durchkommt, ich weiß nicht, ob er da in die untere Wanne oder so durchkommt, das finde ich interessant. Und? Hat ihn aber noch getötet, der Objekt. Schade. Arti? Arti Party? Die Arti hatte gar kein Problem und wunderbar. Die Arti ist ja überpowered, der GZ. Guck mal, schau dir das an, hat schon zwei Streifen auf seinem Arti. Jo Leute, hier bin ich wieder. Ja, was denkt ihr, was passiert sein könnte? BOT hat sich geschlossen. Und das ist das zweite Mal heute an diesem Tag. Das ist unnatürlich für WOT. Wenn du das nochmal machst, WOT, dann gibt es eine Faust von mir. Also da sage ich hier. Beziehungsweise reicht es mir langsam. Ich zocke, habe ein Match. Ich wollte sehr gerne die Ergebnisse sehen vom Objekt 432. Und dann kriege ich so eine Scheiße und das Spiel schließt sich. Wieso das daran hängt, keine Ahnung. Also ich muss da mal im Forum ein bisschen rumrecherchieren. Vielleicht wisst ihr es wieso, woran das liegen kann, weil das bei mir sich das Spiel einfach so schließt. Finde ich ein bisschen, das regt halt auf, ehrlich gesagt, weil man muss sich wieder rein, muss das Spiel wieder starten, kann man die Ergebnisse vom letzten Match nicht sehen, weil es ja angeblich komplett von neu ist. Ich bin im 1 noch, okay gut, das ist wichtig. Na gut, schauen wir mal mit dem T54, ob wir hier was machen können. Leider konnten wir jetzt die Ergebnisse nicht sehen, aber okay. Kriegt man nicht alles immer zu sehen. Bestimmt werden sie auch ganz normal ausgefallen, also nicht so schlimm oder so. Oh shit, die haben so viele Medium-Panzer, die werden uns einfach nur dort ausrotten. Gut, dass er nichts geschrieben hat, weil deswegen lohnt es sich, den Chat halt ein bisschen anzubehalten, weil du guckst immer mehr. Guckst, genau. Du guckst immer auf die Map. Und auf das Gameplay hier aktuell, da wartet man lieber ab. Also man weiß, man guckt halt nicht auf den Chat und schaut sich nicht alles an. Und ja, das war zu früh gewollt. Und ihr steht schon, da fahren voll viele. Na, das wird auf jeden Fall ein witziges Ding. Fahren wir mal, fahren wir mal. Die Medium-Panzer werden sich teilweise auch hier aufhalten. Denn die haben nur drei Heavies. Das habe ich gesagt. Medium und Heavies. Gegeneinander wird auf jeden Fall nicht so leicht. Das ist ein, nein, das ist ein Stocky. Ein Stocky ist es. Der ging nicht durch. Der gibt mir natürlich Damage.
komplett nachvollziehbar, dass er mir Damage gegeben hat gerade. Ja, du nicht. Das lasse ich dann noch lieber nicht zu. Ja, bei dem Panzer ist es ein bisschen nachteilig. Ich habe jetzt ja keinen ausgebauten Platz. Keinen ausgebauten. Keine ausgeskillte Crew, so wollte ich sagen, ja. Konzentration muss auch halt sein. Schauen wir mal. Und mein Handy, yay. Muss sein. Yay, gebounced. Oh, aufpassen auf den hier. Wunderbar, hier ist 7. Wie sehe ich aus? Ja, von dir wollte ich nicht kassiert haben. Also von dir wollte ich echt ungern kassiert haben. Du bist so eine dreckige, fette, hässliche Miststückratte, Mann, das war's. Ja, jetzt werde ich ja gepusht, ne? Jetzt werde ich ja gepusht. Ah ja, immer noch muss ich jemanden 10 anzünden. Oh, das wäre optimal. Ja, siehst du, am besten nicht mal drüber nachdenken. Dann wird schon. WOT-Logik. Aber ist ja in ES7. Beschwere ich mich lieber nicht drüber. Ja, die kommen von dort jetzt, ne? Wir pushen natürlich erfolgreich und die pushen auch erfolgreich. Beide Seiten sind gut durch. Natürlich kann der bei mir so zweimal seitlich durch, was ich nicht so feiere, aber okay. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir natürlich. Ich hoffe, mein Turm tankt das zumindest irgendwie. Denn das ist wichtig. Oh Gott. Aber zum Glück schaut er nicht auf mich, denn das wäre nicht so angenehm. Ja, 301 HP hat er noch. Das nutzen wir. Guckt mal das an. Guckt euch das an, wie die, keine Ahnung, wie die Ratten kommen, die einfach schnell und schnell und schnell. Schauen wir mal. Teilweise ist da One-Shotter dabei, den ich nicht mehr sehe. Teilweise ist halt noch nur teilweise, ne? Oh, schade, ich wollte den Kerl noch retten vom, ja, genatzt werden, sag ich mal so. Okay, so geht's auch. Da hinten ist noch einer. Oh, wieso fährst du? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. 334 HP hast du nur. Oh oh, da wird's ein bisschen eng. Da habe ich schon ein bisschen Panik. Und wenn die da pushen, ui, 800 Damage, das ist schlecht. Jesus, da will mich wahrscheinlich rammen. Ich muss natürlich abhauen versuchen, ohne dass er mich anzündet oder so. Aber ein anderer 50 hat mich natürlich genatzt. Aber dafür stirbt er da selber. Wunderbar, Amorak. Und der Typ wird auch, denke ich, sterben. Na bitte, komm schon. Sehr schön. Ich vertraue doch auf mein Team noch. E100 ist noch kurz gut. Die E7 ist auch noch ganz gut dabei. Ja, die sind alle noch ganz gut dabei. Scout und zwei Medium. Ihr seht, theoretisch hätten die fast gewonnen. Aber praktisch halt ist es was anderes, denn Panzerung ist gleich Stärke. Natürlich ohne Gold. Zum Beispiel macht er den jetzt One-Shot. Falls er den mal übertrifft. Ne, trifft er nicht. Okay. Der Typ hat's verkackt, aber der ES7 immerhin nicht. Den gibt er jetzt gleich eine mit. 447 Damage. Also, ich weiß nicht, ob das diese Panzer sich lohnen, diese Zenturien und so. Die können halt schon tanken, aber machen halt mehr Damage und haben halt genug Durchschlag, denke ich. Na, schauen wir mal. Und 552? Nein, nur 500. Jetzt will er sich natürlich den Kill holen, weil das ist sein 6er dann. Das denke ich mal schafft er auch. Jetzt kassiert er aber nochmal 400. Ne, Glück gehabt. Und der kommt bei ihm auch nicht durch. Ja, jetzt wird hier geklaut, der Kill. Leider, leider. Der E100 ist kein Teamplayer. Schaut euch das an. Genauso habe ich es gesehen. Und der M103 könnte den Bulldog. Ja. Es ist ein bisschen böse geworden auf ihn wahrscheinlich. Aber naja, naja, naja. So, schauen wir mal die Ergebnisse. Diesmal können wir sie wenigstens anschauen. Ne? Leiden müssen wir darunter nicht.
Unterstützer finde ich gut, immer die Medaille zu kriegen. Und ja, Damage haben wir mitbekommen, also sind wir, könnten wir mithalten. Und Credits kriegen wir noch sogar für 8000 zurück, aufgerundet. Bin sehr zufrieden damit. Und ja, na gut, ich hoffe, der Part hat wie immer gefallen. Und wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren WoT Gutes Match Replay und Let's Play WoT TX Matches wieder. Bis dahin, ciao.